bist du jetzt etwa bei Wikipedia am Arsch und bestellst dir wieder nichts zu essen. Und, warte. Wird mit Essen. Gesunde Menschen können zwischen 30 und 200 Tagen ohne Nahrung überleben, wenn genug Wasser zur Verfügung steht. Was? Auch wenn es sich hier bei der Dauer von 200 Tagen um einen Extremwert handelt. Ach Quatsch, das ist der Standard. Komm Hardy, wir machen das Experiment und machen auf bla 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 von der UC San Diego bla 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 gibt einem normalgewichtigen Menschen eine Chance von 60 Tagen. Übergewichtige Menschen haben ja einen Vorteil gegenüber Untergewichtigen. Bram und ich leben ewig, juhu! Oh ja. Jedes Wasser Kilogramm Körperfett bringt sie etwa 7000 Kalorien Energie. Normalgewichtigen unterstellt etwa 10 Kilogramm Körperfett, was ca. 70.000 Kalorien chemischer Energie entspricht. Kilogramm? Übergewichtige haben dementsprechend mehr Energie auf Vorrat. Logischerweise. Ja, heißt also zwischen 30 und 60 Tagen. Wir haben uns nur Energie angefressen, weißt du? Heißt also, wir können ja von mir aus gerne mal 30 Tage lang ununterbrochen Minecraft spielen. Oder ich mache einfach ein Kamehameha. Wir nennen das dann, wie nennen wir das dann? Ramadan Minecraft oder was? Ja, genau. Okay. Ist das nicht so? Ramadan ist doch Fastenzeit, oder nicht? Ja. Ja, wieso? Manus, wir fasten ja dann. Ja. Wie, ich hab grad nichts gehört. Du bist doch ein Mongo. Ach ja, schön. Mann, wieso muss ich denn auch so einen langen Gang buddeln? Das ist doch behindert. Peter, hab ich dir schon mal gesagt, dass du richtig hart nach Magie stinkst. Ja, hast du schon tausendmal. Magie ist halt einfach geil, sorry. Mein Büro ist in Hamburg, ey. Und meinst du, wie das hier in Köln ist? Aber geil, jetzt habe ich mich auch noch verlaufen. Das ist nicht mein Gang. Als hätte ich gerade schon wieder Zäune am Bauen. Ich muss jetzt mehr zu essen bestellen. Boah, welcher Ficker hat denn hier noch. Hadi, warst du gestern eigentlich bei Mc's? Ne, Jay wollte zu Mc's. Gestern? Ne? Nee, ich war gestern bei Mc's, ja. Hast du doch durch. Vorgestern? Ne, vorgestern, nicht gestern. Und gestern. Nee. Und vorgestern. Und gerade. Und jetzt. Und genau. Und jetzt gerade. Bei Mc's kann man eine Stunde WLAN täglich haben oder so, oder? Ja, genau. Es gab echt teilweise welche, die in Budapest, als ich studiert habe, immer nach Mc's gegangen sind, anstatt sich da Internet zu holen. Könnte ich ja nicht. Krank. Ne, die wohnen eigentlich gar nicht neben Mc's. Und das ist eigentlich eine Stunde Internet am Tag zu wenig. Ich würde sterben an den Zug. Wer läuft denn da bei Hardy rum? Das ich. Ist was. Oh, Dennis ist wieder langweilig, dann muss Hardy trollen. Und Dennis ist nicht langweilig. Ich hatte nicht vor, jemanden zu trollen. Wieso geht der Gang denn hier nicht mehr weiter? Das kann doch nicht sein. Impossible. Ja, normalerweise komme ich aus der Richtung, aber da laufe ich gegen eine Wand. Das gibt's gar nicht. Wollte mir nur mal wirklich mal angucken, wie weit Halle mit seinem Prachtding mittlerweile ist. Ja, das ist halt, dauert halt, ne, weil das so extrem groß ist. Okay, das ist halt Laderraum. Was ist denn der Laderraum? Laderraum. Kennst nicht Lader, war eine Automarke. Du hast jetzt zweimal geschrieben Laderraum. Ach, du bist ein Idiot. Kennst nicht. Dennis, wo ist denn das komische Ach, sieht das Schiff aber besser aus, wenn das durch die ganzen Dinger hier beleuchtet ist, muss ich sagen. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Ah, da steht Lade. Na, verdammt, jetzt hab ich's richtig gesagt. Ach, da habe ich auch noch so viele Sachen oben, Mann. Ich würde gerne mal wissen, wie man hier so ein. Ja? So ein Steuerrad. Also, das könntest du relativ simpel machen. Du könntest das machen wie auf der Flying Lamp. Mit so einem Knüppel. Ja. Ach so, mit so einem Knüppel meinst du? Das stimmt. Ich glaube, er meint mit einem Knüppel. Ich könnte das natürlich im Rost Zäunen bauen. Ich finde hier nicht mehr raus. Christian, boah. Hörst du nicht deine Monster irgendwie? Das ist mal auf jeden Fall ein Steuerrad. Nee, ich hab eigentlich nur einen Gang, weißt du, bis in die Karpaten reingebuddelt. Und jetzt bin ich den zurückgegangen, lässt der zu. Hat Jay das ungünstig zugebaut? Ja, genau, ich bin da eben vorbei. Mehrere Gänge hier haben wohl halt mehrere Leute schon gemeint. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Gang von mir war. Aber schlecht. Blöd. Oh, du blöde Fledermaus, hau ab, ey! Christian, nicht so aggro, ey. Ohne Scheiß, Mann, Alter. Ich hab keine Lust zu verrecken. Hardy, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du einfach alleine irgendwo in der Höhle sitzt? Wie zu Hause. Na, wie zu Hause. Ja, genau. Hardy, wie würdest mein du dich Schatz. Da fühlen? Schatz!
Muss ich mir jetzt im Ernst nach oben buddeln? Komm, Dennis. Über die Planke. Arrrr! Über die Planke! Arrrr! Oh, jetzt habe ich wieder einen Guthard, den ich sehr bewusst, wa? Wir sind aber nicht auf der Adventure-Map. Naja, für hier habe ich jetzt einen gut. Oh Gott, ey! Warum willst du nicht mal irgendein Bauprojekt starten? Doch, genau, da bin ich ja gerade dabei. Nein! Nein, Dennis! Nein! Ich muss nochmal ein Lob aussprechen an ganz viele Zuschauer, die mir dann auf meinem Facebook-Profil geschrieben haben, dass Bram und Hardy ganz, ganz böse Sachen mit mir vorhaben. Jetzt ist ja eine Adventure. Alles Verräter. Alles kleine Petzen. Alles kleine Petzen. Nett, sehr nett, Leute. Nee. Finde ich in Ordnung. Alles Verräter, ausnahmslos. Alles kleine Petzen, ey, das ist echt peinlich. Also, ihr hättet so viele Belustigungen. Hallo, da hättet ihr nichts gebracht. Ich finde eure Adventure-Maps so geil, ich guck mir das doch immer an. Also, da hätte eh nichts gebracht. Alles Verräter und Hadi und ich haben nur gemeinsam eure Verräter gemacht, oder? Ja. Echt? Wer hat den letzten Mal gewonnen? Was? Ey. Wo gewonnen? Wo gewonnen? Adventure-Map. Achso, Dennis. Dass ihr die guckt. So, Dennis, okay. Wir können gewinnen. ja. Für mich schon. Ja. Für mich hat Dennis gewonnen. Und da hat Dennis schon verloren. Ja, Dennis hat schon verloren. Ist jetzt zum Teufel Left is Head Game? Hardy, jetzt kommt die Sprengfalle in deinem Schiff. Na, da haut lieber schon mal schnell ab. Oder mal ganz kurz wieder Opti-Fein drauf machen, das fuckt mich voll ab, dass ich das nicht mehr hab. Wieso hast du das denn nicht mehr? Ach ja. Ich hab, als die neue Version kam, hab ich das nicht mit geupdatet. Ja, ist schon wieder eine Sackgasse. Ach, Christian. Das ist total die Odyssee hier gerade. Ja, ja, Christian, hab ich... dann bis in 3 Stunden, ne? Oder soll ich mal zu dir kommen und da rumrennen? Nee, das bringt ja nichts. Ich weiß jetzt selber nicht mal mehr, wo ich angefangen habe zu graben. Ja, aber dann weißt du zumindest, in welche Richtung du rauskommen würdest. Ja, aber du findest mich doch nicht. Und wenn ich da so rumrenne irgendwo... Mama, du findest System, mich doch nicht, weißt du, Mama! Weil ich gebuddelt hab? Keine Ahnung. Also, ihr spielt alle mit dem Magic Launcher, oder? Nein. Oh. Ich schau. Was? Mit Finding? Ja. Ja, doch, damit spiele ich. Ist kein Spaß. Ich hab gar keinen Optifine drauf. Bei mir funzt das mit dem Magic Launcher nicht irgendwie, deswegen habe ich das sein gelassen. Aber ich muss sagen, also die Kapitänskajüte sieht schon ziemlich episch aus. Mit die Eier, wenn du da so reinkommst, ey, ist ein Meisterwerk der Der Hardiness. Auf jeden Fall, sieht echt geil aus. Damit, meine ganze Rüstung ist ja am Arsch. Oh, jetzt bin ich wieder in dem Gang ausgekommen. So, jetzt bestelle ich mir mal was zu essen. Was hat das für ein Subway-Lieferdienst? Okay, seit wann das denn? Ich nehme bitte einen Cookie. Oh, ich habe noch Eis. Naja, für später. Ach, es gibt Eis! Mampf, es gibt Mampf, Eis! Ah ne, ist falsches Lied. Es gibt Reis, heißt das, ne? Scheiß die Wand an, ich bin irgendwo rausgekommen. Aber neues. Von wem war nochmal der komische Turm, wo die Schienen nach oben führen? Mio. Also nicht Glasturm, sondern so von innen. Also Alter, Turkey, Ham and Bacon, Junge, das war immer geil. Wahrscheinlich. Oh ja. Okay, man baut immer nix da drüber. 30 cm, 7,50 Euro. Okay. Boah. Wann liefert denn bitte Subway? Oder aber Hardy anscheinend schon. Wo bin ich denn jetzt hier? Boah, wieso kann ich bei denen nicht mit Karte zahlen? Der wollte mich doch recht verarschen. Wo komme ich denn bei Hardy vor der alten Bude aus, ey? Ach, bei Jay bist du. Zur Hölle, ey. Ah, Jay da gemeint wie ein Bekloppter. Ja. Ja, hab ich da wohl gemeint, wie ein Bekloppter. Okay, ja, jetzt weiß ich nicht mal mehr, in welche Richtung ich noch buddeln kann. Wahrscheinlich in gar keine. Boah. Muss ich mal